Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn und heute hoffentlich ohne, dass alles crasht. Oh Gott, war das fürchterlich. Ja, ich habe gesehen, das letzte, was in der Folge fertig geworden ist, irgendwie hier war es. Also, vielleicht kurze Zusammenfassung. Ich habe hier so einen Übergang schon mal geplant. Ja, das war es eigentlich. Und mir wurde gesagt, deine Leute verhungern, weil hier nichts ausgewählt ist. Ja, true. Also, sie verhungern jetzt nicht, aber sie haben jetzt auch nicht so viel zu essen. Wie ist denn das hier mit Essen? Ich meine, sie haben 57 Bären, ne? Und hier ist eine große Menge an Bären. Also, sie verhungern nicht. Es gibt ja keine Hungersnot oder sonst was. Es ist alles tutti, frutti, kompletti. Daher, in meinen Augen, alles kein Problem. Absolut kein Problem. Es wurde auch gesagt, man kann die Gewichte in Wasser ablassen. Das heißt, wir könnten tatsächlich das Bohrloch, so wie ich gesagt habe, also haben auch schon manche genauso gemacht, benutzen und mit Wasser volllaufen lassen und Batterien reinmachen. Was ist das denn hier? Dieses Gebäude benötigt tieferes Wasser, um zu funktionieren. Haben die Pepegas ein Update gemacht? Ach nee, das Wasser ist einfach nur aus. Oh. Das Wasser verdunstet. Okay, aber jetzt kann ich ja theoretisch... Jetzt lass ich mal kurz gucken. Jetzt kann ich ja theoretisch hier den Damm ein bisschen ablassen. Und dafür sorgen, dass sich hier der Wasserstand wieder füllt. Na, damit hier nichts vertrocknet. Das war jetzt vielleicht ein bisschen spät. Aber theoretisch könnte ich das. Also es scheint auch zu funktionieren. Aber ich mache jetzt wieder zu, weil jetzt die Dürre eh vorbei ist und jetzt hier eh gleich ein Schwall Wasser kommt. Und das hoffentlich erstmal reicht. Ja, vielleicht sollten wir... Ach nee, ich kann hier auch aufmachen, ne? Das ist wahrscheinlich sogar sinnvoller. Hallo? Okay. Und dann... Volle Kraft. Ja doch, das ist sogar viel sinnvoller. Und dann hier schnell auffüllen. Eieiei. Okay, das habe ich... Oha, das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Dass das hier ein Problem wird. Und zum Glück ist nichts gestorben. Okay, dann mache ich die Schleuse wieder zu. Weil jetzt kommt ja hier das Wasser wieder. In ordentlichen Mengen. Okay, jetzt haben die mehr als genug zu essen. Und jetzt kann er das wieder vollpumpen. Weil natürlich auch unser Aquädukt jetzt ein bisschen ausgetrocknet ist, ne? Muss man ja sagen. So, die haben jetzt 12.000 und wenn ich hier eine Sprengung mache, dann haben die 16.000. Perfekt. Weil dann würde ich direkt die nächste Sprengung machen. Denn je tiefer, desto besser. Dann können wir nochmal auf 16.000 hoch, denke ich mal. Das ist ungefähr wie der da ist, ne? Ne, der hat 14.000, okay. Aber auf 16.000 würde ich schon noch gern gehen mit den dreien. Ah, guck mal. Das ist auch fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt an dieser Stelle so einen Kollegen hinbauen und so einen Kollegen hinbauen. Und damit hoffentlich das hier ans Netz anschließen.
Ja, die muss schon gut pumpen gerade, ne? Aber die hat auch mehr als genug Leistung gerade zur Verfügung. Also theoretisch funktioniert unser Wasserspeicher, wie man gesehen hat. Man kann hier alles notversorgen, wenn man sein Brain benutzt zumindest. Warum genau benutzen die das, wenn wir mehr als genug Leistung im System haben? Ich dachte, das ist ein Backup-System. Muss ich das manuell backuppen? Oder haben die Bock, das zu benutzen? Wenn die Bock drauf haben, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich glaube nicht. Okay, wir haben 2 kranke Biber, aber alles fein. Hier fehlen Materialien. Und 2 Getriebe, was auch sonst. Aber die kriegen wir schon noch. Irgendwie. So, und hier genau müssen wir noch da anschließen. Ja. Das heißt, hier der da weg. Und ein T-Stück hin. Es wurde geschrieben, ich kann ja überall einfach Kreuzungen hinmachen. Dann kann ich im Nachhinein da anschließen. Und ja, das stimmt. Aber ich finde das halt nicht schön. Ästhetik first. So, also das hier muss dringend gebaut werden. Weil jetzt im Moment sind halt die Energiesysteme voneinander wieder getrennt. Und der hier hat zu wenig. Weshalb hier die Batterie ziemlich leer gesaugt wird. Und gleich ist vorbei mit der Batterie. And it's gone. So, und jetzt haben wir ein riesiges Problem. Weil hier der gesamte Energiepark hängt. Okay, jetzt sowieso nicht. Aber auch die ganzen Batterien, die ganzen Kraftwerke hier, alles hängt an diesem Part der Leitung. Und hier hängen halt nur 2 so kleine Windparks und die sind nur noch offline. Das ist nicht so optimal, muss man sagen. Es läuft zwar noch ein bisschen die Industrie durch Wasserkraft, aber es ist halt nicht viel. Gut, jetzt geht's wieder hoch. Ah, weil hier angeschlossen wurde. Perfekt. So, die Batterien sind am Start. Ich bin nicht sicher, ob hier richtig priorisiert wird, muss ich ehrlich gesagt sagen. So. Ich baue jetzt hier noch nicht den Querbalken hin, damit die halt hier hinlaufen können und da bauen können. Ich weiß nicht, ob die das so schräg bauen können. Ich glaube schon, aber ja. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen Leistung. Das sieht erstmal soweit gut aus. Die Pumpe ist fertig. Sehe ich das richtig? Oder so gut wie fertig? Unser Wasserrückhaltebecken ist auf jeden Fall wieder voll. Die Schleusen sind zu. Das ist eine gute Sache. So, hierfür werden Materialien benötigt. Oh, wir haben keine Kartoffeln mehr. Oh. Ah ja, da habt ihr mir auch gesagt, ja, mach doch Bienen hin. Ja, ich habe immer mich so ein bisschen gescheut, weil die Bienen die Leute ja auch stechen, aber unterm Strich ist es wahrscheinlich trotzdem besser, ne? Dreimal drei. Also wenn wir da einen Bienenstock hinmachen. Und dann hier vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann machen wir hier noch ein paar
Bienenstöcke hin und dann ist hier zumindest ein Teil noch mit abgedeckt. So. Dann soll ein ganzer Teil vom Feld hier schneller wachsen. Schauen wir mal. Was braucht der? Oha. Oha. Gar nicht mal so billig. So, ah, das sieht sehr gut aus. Energie, zack. Hier Verbindungsleitung. Hohe Priorität. Das sind nämlich jetzt 1500 PS, die jetzt gerade aktiv sind. Die dann neu ins Netz können. Und das hier oben muss ehrlich gesagt auch priorisiert gemacht werden, weil das sind unsere beiden Speicheranbindungen. So, einmal sprengen. 18.000. Können wir noch eine Runde sprengen? Geht das noch von der Tiefe? Mir wurde in den Kommentaren mal geschrieben, die können unendlich tief. Also probieren wir es einfach mal aus. Sehen wir dann ja, ob es funktioniert oder nicht. Denn mehr Speicherkapazität ist immer gut. Nein, verletzte Biber. Aber die Medizinhütte ist am Start. Der Arzt ist hier richtig am Hasseln. So, der erste Bienenstock für die Karotten ist fertig. Das ist gut für Biosprit. Roboter sind auch am Start. Haltbarkeit sieht gut aus. Na, also wir haben zwar arbeitslose Golems, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die ja kaputt gehen. Das heißt, ein bisschen Reserve schadet nicht. Okay, alle Windparks sind fertig und sie sind ans System angeschlossen. 10.000 PS sind gerade im System. Perfekt, um alle Batterien aufzuladen. Jetzt fehlt nur noch diese eine. Ich hoffe, die kriegen den hin. Wer baut den da eigentlich? Die Fraktion hier, ne? Ja. Oder? Oder? Oder baut das jetzt keiner, weil das irgendwie nicht im Verantwortungsbereich von XY ist. Oh, die können das tatsächlich machen. Cool. Ah, nee, okay. Oh, ich wollte gerade schon wegreißen. Nee, es fehlt nur ein Getriebe. Alles fein, alles fein. Okay, und sobald das Getriebe da dran ist und der Akku angeschlossen ist, aktivieren wir diese Pumpe. Würde ich vorschlagen. Hier Getriebefabriken. Ne, es sind die behandelten Plankenfabriken. Das hier sind Getriebefabriken, aber die laufen auch Tag und Nacht dank Roboterunterstützung. Auch hier die Produktion von Robotern läuft durchgehend, was sehr gut ist. So, Sprengstoff und Feuer. So, 20.000. Können wir noch eins tiefer? Okay, einen machen wir noch. Wenn das noch geht, dann perfekt. Dann haben wir 22.000. Genauso wie die da. Und dann passt das. Kann man überhaupt genug Kapazität haben? Ich denke nicht. Warum fehlen hier Getriebe? Oder bauen die das? Nee. Die bauen das sicher nicht. Diese Baustelle ist zu weit vom Distrikt entfernt. Was? Also doch. Okay, pass auf. Dann machen wir hier eine Sprengung und legen dann hier die Treppe hin. Was ein Drama. Okay, und Sprengung.
22.000. Perfekt. So, und dann hier eine Treppe. Mhm. Ja doch, ich würde sagen, das passt so. Ich würde sagen, das passt so. Es geht jetzt doch ein ganzes Stück runter. Ich würde auch sagen, dass wir vielleicht... Wo sind denn die Erdklumpen? Dass wir das hier dafür wieder auffüllen. Einfach weil es hübscher ist und um ein bisschen Erde loszuwerden. Ah, guck mal, jetzt ist das Getriebe auch da. Perfekt. Ja, jetzt ist das hier im Verantwortungsbereich. Sehr gut. Boom. Speicher sind angeschlossen und dann let's fetz. Ja, ja, wir haben mehr als genug Leistung im System. Guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? So, der muss jetzt natürlich nachpumpen, ist klar. Aber letzten Endes ist das doch ein Träumchen. So, jetzt ist nur die Frage, wie geht man damit weiter um? Weil eigentlich ist mir das halt immer noch zu... Ja, wie soll ich sagen? Zu tief. Aber jetzt nochmal für ein paar Blöcke eine mechanische Pumpe, weiß ich halt auch nicht. Aber ich meine, es reicht ja auch, wenn das in der Tiefe ist, ne? Das muss ja nicht zwangsläufig immer oberflächennah sein. Das heißt, wir können jetzt... Theoretisch mal. Können wir das so machen? Theoretisch können wir es auch so machen, ne? Fluss kann ja problemlos hier daneben laufen. Und dann hier an der Stelle würde ich auch... Fluss hier lang ziehen. So, Ressourcen zum Abriss markieren. Können dann später hier nochmal eine Treppe runter machen. Das bietet sich eigentlich perfekt an. Oder hier so eine Treppe runter machen. Oha. Der Sprengstoff ist wirklich nicht das größte Problem, das wir haben, ne? Muss man schon sagen. Wenn es ums Sprengen geht, dann sind unsere Biber schnell dabei. So, und hier mit dem manuellen Befüllen sieht es auch gut aus. Ja, genau, was wir noch machen können und auch müssen, würde ich sagen, ist eine Wasserentnahmestation. Hier so eine Wasserpumpe.
die hier Wasser abpumpt. An der Stelle. Ich würde sogar zwei bauen. Das sehe ich nämlich schon als wichtig. So. So, die Windparks laufen, die Kapazität hiervon ist perfekt. Alles supi. Sehr, sehr, sehr gut. Man könnte jetzt theoretisch tatsächlich hier noch so eine ganze Reihe Wasserkraft hinflanschen, aber dann müssten wir hier so eine Energieleitung langziehen. Ich weiß ja nie, ob sich das lohnt. Also als Backup-Energie. Bauen wir es mal hin. Und zur Not müssen wir hier halt ein paar Beeren wegreißen. Und dann schließen wir das hier. An die Hauptleitung an. So, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's gut aus. Das heißt, sprengen wir hier von der Mitte aus. Top. So, jetzt müssen wir aber nochmal eins tiefer, ne? Weil hier leider, das ist vielleicht der Hauptnachteil, weil hier halt alles tiefer liegt. So, aber Wasserpumpen sind am Start. Das heißt, ich würde hier jetzt wer exportiert denn da jetzt hin? Warte mal. Bären und Sprengstoffimport. Ach, haben wir schon gar kein Wasser? Habe ich das schon? Und täglich grüßt der Streaming aka Recording PC. Dieses Mal ist nicht irgendwie die Netzwerkkarte so abgeschmiert, sondern noch ein ganzer PC ist abgeschmiert. Oh Mann, dick mit Bluescreen, Memory Error und so weiter. Langsam habe ich das Gefühl, dass da wirklich das Mainboard einen Knacks hat. Das ist echt das Letzte, was ich gerade auf der Welt brauchen kann. Mal gucken, vielleicht finde ich ja ein BIOS-Update oder sowas. Ihr habt nicht viel verpasst. Tatsächlich eigentlich gar nichts, weil ich habe es obviously direkt gemerkt, dass alles abgestürzt ist. So ein Bluescreen sieht man dann doch ganz schnell. Ich konnte auch die alte Aufnahme retten. Also ich habe gerade nachgeschaut, wie das mit Wasser ist und ich habe offenbar... Nee, hier den Wasserexport noch nicht gestoppt. Okay, dann mache ich das jetzt. Sehr gut. Denn wir müssen hier kein Wasser mehr anliefern, denn wir haben jetzt selber unsere beiden Pumpen hier, die schön das Wasser hier rauspumpen. Hoffentlich. Produktivität 55%. Warum so wenig? Arbeiten die nicht, oder was? So, zack, eine Sprengung. So, und dann können wir hier die zweite Sprengung schon mal vorbereiten. Ist ein bisschen ungünstig, dass hier mal alles zwei tief sein muss, aber man bekommt es hin. So, ich weiß auch gar nicht, wie lange die erste Aufnahme ging. Ich meine es einfach noch 10 Minuten. Ich glaube, dann sind wir sehr, sehr gut in der Zeit. Die letzte war ja auch ein bisschen
kürzer, daher passt das dann schon. So. Okay, der hat wieder ein paar Kartoffeln. Das sieht gut aus. Genau, hier ist jetzt auch aufgefüllt. Da können die rein. Der läuft. Mit maximaler Leistung. Falls wir Strom brauchen, können wir den hier oben anzapfen. Hier wäre ein T-Stück schlau gewesen, egal. Wir schauen einfach mal. So, das Ding wird bald soweit sein, dass wir das wieder sprengen können. Und dann sind wir schon ziemlich nah an der Mine hier, ne? Könnte fast schon hier zugehören. Aber nur fast. So, die bauen eine Menge Metall ab, das ist sehr gut. Hier oben wird eine Menge Holz abgebaut, das ist auch sehr gut. Jetzt wird es nur noch Zeit, dass hier die ganzen Felder sauber werden. Ich muss mal hier Ressourcen zum Abriss markieren. Weil das soll ja auch nicht nachwachsen. Sondern es soll nur da nachwachsen, wo ich auch möchte, dass es nachwächst. Genau. Und dann wird es Zeit, hier mal ein paar Felder anzubauen mit Nahrungsmitteln. Okay, hier ist nur noch ein einziger. Are you kidding? Die wollen da jetzt nicht hingehen, was? Okay, was ist, wenn ich hier eine Brücke hinbaue? Was ist das denn? Das ist genau hier an der Grenze. Uff. So, die pumpen fleißig weiter Wasser ab. Das ist sehr schön. Die Pumpe hier pumpt auch fleißig. Haben wir da Mengen, die die pumpen? Gibt es hier Fördermengen oder so? Nee. Maximale Tiefe pumpt von der einen auf die andere Seite. Das ist ja sehr aussagekräftig. So, die pumpt das Ganze hier raus. Das passt auch. Ah, guck mal. Jetzt ist die Brücke da und das da. Das heißt, wir jagen sie in die Luft. So, und jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Nee, wir müssen, glaube ich, hier erstmal eine Umgehung bauen, sonst drehen die uns alle durch. Die können wir danach wieder abreißen, aber erstmal muss die da hin. Dann können wir hier abreißen. Dann können wir hier doppelt sprengen. Und dann fließt das Wasser hier schön sauber da lang. Da lang. Und begrünt die ganzen Felder hier. Parallel dazu können wir Ressourcen für Abriss markieren und weg damit. Und hier genauso. Hier genauso. Ich will das alles nicht sehen. Ich will hier schöne blühende Felder voller Nahrung. Und Bäumen. So, da kommt dann die richtige Brücke mal hin. Nicht hier dann. Ne, warte, nicht hier so dann. Genau, das ist auf jeden Fall alles gesprengt. Ach nee, das ist ja schon fertig. Dann können wir hier das TT dran machen. Was hat das jetzt für Auswirkungen mit dem Umweg? Ja, geht alles noch. So weit, so gut. So, wie geht's den anderen Bibern hier? Den geht's supi.
die haben hier ein Wasserrad gebaut, das ist schön. Baut mal einen kleinen Weg hier, damit ihr auch die anderen Wasserräder bauen könnt. Das wäre ziemlich smart. Und an der Stelle können wir die Dinger da über die Bären drüber machen? Nee. An der Stelle müssen wir dann auch ein bisschen die Nahrungsmittelversorgung für unsere Energiegewinnung abreißen. Hilft alles nix. Weil da kommt dann hier so die Leitung hin. Und da kommt das weg und da kommt ein T-Stück dran. Und das muss mit höchster Priorität gebaut werden, weil wir jetzt wieder hier zwei getrennte Netze haben, die einigermaßen funktionieren. Weil wir hier eine Batterie haben. Aber langfristig ist das gar keine gute Idee. Naja, sofort Ausbau und Connect ist wieder da. Sehr gut. Gut, da können wir sprengen. Da können wir sprengen. Jetzt fehlt hier noch eine Sprengladung. Und dann kann hier auch parallel dazu schon mal das Brückchen gebaut werden. So. Ich hoffe, das geht, dass die das parallel machen. Und dann können wir das hier wieder abreißen und dann können wir hier das trennen und dann können wir das hier sprengen. Dann können die hier oben rumlaufen. Okay, und Sprengung. Hui, alles wird grün, yeah. Schön. Wenn man mal bedenkt, dass das alles hier, alles Brachland war, bis auf diesen kleinen, dieser kleine Fleck hier vorne, dann ist das schon nice. Okay, Brücke ist fertig. Das heißt, die hier kann abgerissen werden. Dann kann das da abgerissen werden. Und dann kann hier eine Sprengladung eingebracht werden. So, ich hoffe, dass das hier auch irgendwie... Ja doch, das ist auch in dem Bereich, wo die das eigentlich abreißen sollten. Wir können aber auch nochmal hier vorne eine Brücke hinbauen. Sagen wir mal hier so. Schade ja nicht. Und dann noch eine zweite Sprengladung und auch wieder ein kleines Brückchen. Keiner hat gut dafür gesorgt, dass es hier voll läuft. Sehr schön. Man könnte jetzt natürlich dann das hier so runterlaufen lassen, dann hier so rein und dann hier so da rein, aber ich sehe da jetzt keinen großen Mehrwert von. Wenn ich ehrlich bin. Höchstens, dass man es hier so lang fließen lässt irgendwie. Und dann hier irgendwie so ein Auffangbecken, aber so wirklich weiß ich es auch nicht. Bringt, glaube ich, alles nichts. Der Balken, der vergammelt aber sowas von. So, mach die Sprengung klar und boom. Also jetzt fehlt hier wieder Wasser, aber ja, es hat in 0, nichts aufgefüllt. Also die Pumpe hat schon eine ordentliche Förderleistung, so ist es nicht.
Da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Auch wenn die 700 PS braucht. Aber die bringen sie auch gut rüber. Also soweit, so gut. Ich würde dann als nächstes wahrscheinlich... Ja, wir haben ja genug Sprengstoff. Hier lang mich sprengen. Mal gucken, wie weit die das jetzt hier machen. Die werden das nur bis da machen. Und die... Ja, auch. Naja, gut. Immerhin bis da haben wir es dann erstmal. Und was ist damit? Warum baut das keiner ab? Hallo. Vielleicht soll ich da mal die Priorität ein bisschen hochsetzen. Dass das abgebaut wird. Oh, die Speicher gehen leer. Aber wir haben mittlerweile einige Speicher. Das heißt, es sollte erstmal fein sein. So, das ist zu weit weg, aber das hier wird noch gemacht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. So, ja, nachts wird wenig gearbeitet hier, das ist auch klar. Ja, das hier kann auch alles weg, aber auch da ist natürlich die Geschichte, hier arbeitet keiner. Sobald das weg ist, könnten wir hier eine Brücke hinbauen, dann kommen die da wahrscheinlich auch noch ran. Und letzten Endes sollen hier halt überall Felder hin. Wir können ja theoretisch da schon mal Nahrung, Bauernhaus. Hier schon mal zwei hinsetzen. Und da mal zwei hinsetzen. Ah, jetzt ist hier deutlich mehr in Range. Aber ich springe trotzdem schon mal. So. Dann können wir hier jetzt erste Sachen anbauen. Ich würde hier nämlich... Man kann auch Blaubeeren anbauen, guck an. Beeren sind eigentlich auch immer gut, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Oder? Na, ich weiß nicht. Na komm, gehen wir erstmal auf Kartoffeln hier. Ah, wobei, gehen wir hier auf der Seite ruhig auf Blaubeeren. Blaubeeren sind nice. So, machen wir so. So ist alles noch im grünen Bereich und hier ist noch Platz für eine Straße oder eine Stromleitung oder sonst irgendwas. Müssen die dann eigentlich auch angebaut werden oder wie läuft das dann genau? Ja, das werden wir schon sehen. Vielleicht brauchen wir hier nur ein Häusle. Das wäre doch ganz nett. Wenn das so wäre. So, Akkus alle voll. Sehr gut. Top. Ja, hier die Wasserspeicher sehen gut aus. Ja, das hier reißt irgendwie keiner ab, ne? Naja. Wenigstens das wurde abgerissen. Hier würde ich dann tatsächlich Kartoffeln anbauen. So.
Geht das noch? Ja, das geht schon noch, ne? Warum auch immer die beiden hier nicht machen, aber naja. So, priorisieren. Karotte, Sonnenblume, Kartoffel, Weizen. Ich weiß gar nicht, wer kümmert sich denn da drum? Der arbeitet da. Gut, ich meine, man kann nicht genug Arbeiter haben, ne? Aber... Okay, wir haben auch nicht genug Arbeiter. Wir haben... aktuell ein unbesetzte... Dings. Das heißt, wir brauchen... mehr Wohnungen. Also... Holz. Ne, Wohnungen. Da. Doppelhaus. Weg. Top. So, dann kommt hier ein Wohnblock hin. Wir haben nämlich offensichtlich zu wenige Leute. Ja, wir brauchen auch mehr Arbeiter. Ich meine, zwei Leute machen hier die ganze Arbeit. Das ist viel zu wenig. Aber wir haben halt auch zu wenig Leute. Hier, fünf Schlepper ist in meinen Augen auch ein bisschen zu wenig. Und die sollten sich vielleicht auch erst um den Weg kümmern. Sonst bringt das nichts, wenn das Haus fertig ist ohne Weg. Ja gut, aber wir sind jetzt schon wieder bei 18. Okay, also ich weiß nicht, wie lange die Folge insgesamt sein wird. Ich denke, sehr lang. Vielleicht auch ein guter Ausgleich zur letzten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.